In diesem Video geht es um die Abwicklung von Kurven, also Streifen von krummlinigen Flächen. Dazu ein paar Grundbegriffe bei einer Bewegung eines Objektes auf einer Fläche. Gibt es drei Begriffe. Das eine ist das Gieren, Englisch Yaw, ist die Drehung um die Vertikalachse. Das ist im Auto so, dass ich um die Kurve rumlenke mit dem Lenkrad. Das zweite ist ein Drehen um die Querachse, Nicken oder Stampfen, in Englisch Pitch. Da geht es mit dem Bug nach oben, nach unten, also wenn ich einen Berg hochfahre oder runterfahre oder wenn ich jetzt global gesehen einfach der Erdkrümmung folge. Und es gibt noch ein Wanken oder Rollen, das ist das Seitliche, was wir eigentlich nur beim Schiff haben. Beim Auto ist das weniger der Fall, weil das Auto ja immer auf der Erde bleiben muss. Das heißt, er folgt der Straße über die Vertikalachse und es erfolgt den Berg- und Talgängen über die Querachse. Hier habe ich jetzt eine Erdkugel und auf der Erdkugel ist eine Straße gedacht. Von Norden läuft die runter zum Äquator, dann am Äquator Richtung Osten, dann wieder geradlinig hoch Richtung Nordpol und dann hier so ein Schlenker zurück. Und das Erste, was wir machen, ist, dass wir hier mal ein Fahrzeug mit seinem Richtungsvektor laufen lassen. Lasse ich einen kleinen Animationsskript laufen und der fährt jetzt hier so lang. Und während das Auto hier lang fährt, schreibt es noch einen Track. Das heißt, es zeigt uns für die Bewegung das Dreibein der Kurve an. Und jetzt sind wir angekommen und ich mache das Bild mal groß. Und zwar, wenn wir die Kurve haben, gibt es da immer für die Kurventheorie ein Dreibein. Das eine ist der Tangentialvektor. Ich blende mal die Fläche aus. Der Tangentialvektor, in welche Richtung die Fahrt geht. Es gibt einen Normalvektor, über den abgekippt wird, und einen Binormalvektor, der senkrecht auf den anderen steht und der die seitliche Drehung ausmacht. Und so wäre diese Kurve. Wenn ich von dieser Kurve jetzt ein Papiermodell bauen möchte, müsste ich die in irgendeiner Weise abwickeln. Und dazu gibt es die Funktion, ich blende das mal aus, das auch noch, ich wähle die Fläche aus, die Kurve und ich wähle die Fläche aus. Und dann gibt es die Funktion bei Flächen, Unroll the Curve Yaw from a Face. Und wenn ich das mache mit den beiden Parametern, dann wird das gezeichnet. Die Kurve ist jetzt hier, ich ziehe die mal raus, dass man die nochmal besser sehen kann. Also, von oben drauf betrachtet sieht es jetzt ungefähr so aus. Ich fahre von Norden Richtung Süden bis zum Äquator, dann steile Linkskurve nach Osten, ein Stück Richtung Osten am Äquator lang, dann wieder senkrecht nach oben zum Nordpol und dann ein Schlenker. Das ist mein Straßenbild und kartentechnisch ist es klar, man nutzt da mehrere Atlanten, die immer nur Segmente richtig darstellen können. Fakt ist bei dieser Abwicklung, dass dieses Ende mit dem Anfang nicht zusammenfällt, obwohl es ja hier in Wirklichkeit der Fall ist. Wenn ich aber ein Stück Papier in dieser Form ausschneide, dann kann ich das hinterher hernehmen und kann das hier unten lang kleben und dann passt es genau drauf. Das Zweite, was uns interessiert, ist die Krümmung. Wenn ich jetzt hier lang fahre, also wie ist jetzt die Pitch-Bewegung? Mache ich das genauso. Ich nehme die Kurve, ich nehme die Fläche, ich wähle aus, anroll den Pitch und dann entsteht so ein Gebilde und dieses Gebilde ist ein schöner Teilkreis und der sorgt einfach, dass die Krümmung auf der Oberfläche einer Kugel, egal wo ich bin, immer gleich groß ist. Es ist egal, wo lang ich fahre, ich habe hier immer die gleiche Krümmung unter mir. Der Horizont vor mir, Tangential, taucht immer genauso gut ab. Wir schauen uns jetzt das gleiche nochmal für einen Zylinder an. Wenn ich auf dem Zylinder jetzt hier auf so einer Helix hochfahre, wie sieht dort die Abwicklung aus? Und mache ich also jetzt auch so, ich markiere die Helix, ich markiere den Zylinder und so als erstes wickle mir das Jahr ab und dann sehe ich in dem Fall, das ist eine gerade Linie. Das wissen wir, eine solche Helix auf einem Zylinder ist eine geodätische Linie, die geht bei der Abwicklung geradeaus.
Was mich jetzt noch interessiert, ist, wie ist die Krümmung? Und dann rollen wir den Pitch ab und in dem Fall sehen wir, die Krümmung ist jetzt hier konstant, was ja beim Zylinder auch nicht anders zu erwarten war. Im letzten Beispiel haben wir eine sich öffnende Helix, die etwa auf einem Kegel liegt. Und wir schauen uns das hier an. Und dann sehen wir, das wäre quasi jetzt wieder das Papiermodell. So müsste ich das Papier ausschneiden, dass ich es dann hier auf die Kegelfläche draufkleben könnte. Und die Krümmung, das ist auch so, die Krümmung ändert sich jetzt hier bei dem Kegel in den verschiedenen Bereichen, weil er ja unten einfach mal einen größeren Radius hat. Und die sieht so aus. Blende ich das andere mal aus. Auch den Jahr blende ich aus. Und da sehen wir also, dass die Krümmung von oben nach unten stetig abnimmt. Der Kreis wird immer größer.